Hallo, mein Name ist Daniela Umar. Ich bin Oberärztin hier im Klinikum Nürnberg in der Kinderchirurgie. Heute bekomme ich Besuch von Henry und Nico und ich bin schon total gespannt, was die für Fragen haben. Die wollen irgendwas zum Thema Verbrennungen von mir wissen. Schauen wir mal. Oh, Nico, hast du dich verbrannt? Ja. Hier, nimm du das Kühlpad. Hey Nico, hi Henry, ihr habt schon Spaß. Was macht denn ihr da? Seid ihr am Kochen in unserer Küche? Ich hab mich verbrannt. Oh nein. Und dann hast du gleich ein Kühlpad geholt? Das war eine richtig gute Idee, weil Kühlen tut richtig gut, wenn man sich verbrannt hat, gell? Soll ich euch ein bisschen was zu Verbrennungen sagen, wenn ihr schon hier seid? Ja! Juhu, dann kommt doch mal mit, dann setzen wir uns hin. Warum tut es weh, wenn ich mich verbrenne? Wenn du oft zum Beispiel auf die heiße Herdplatte langst, dann ist die Herdplatte ja heiß. Und dann tut es richtig weh, weil die Haut kaputt geht. Und je nachdem, wie lange du drauf gehalten hast, ob du kurz hinfasst oder es sofort wegziehst oder ob man irgendwie das lange festhält und je nachdem, wie heiß das eigentlich war, das beeinflusst, wie tief man sich verbrennt. Es kann sein, dass du nur ein kleines bisschen die Haut verbrannt hast und es kann sogar richtig tief gehen, bis in das Gewebe, was da drunter ist, das Fett, die Muskeln und so weiter. Und das tut weh, wenn es bis zum Blut und das tut richtig weh. Wenn es ganz tief verbrannt ist, sogar bis zum Knochen, ja? Wieso wächst überhaupt die verbrannte Haut dann wieder nach? Das ist eine super Frage. Da ist es davon abhängig, wie tief man sich verbrannt hat. Wir teilen das eine in ersten Grad, zweiten, dritten und vielleicht sogar noch vierten. Erster Grad ist ein Sonnenbrand. Hattet ihr das schon mal, einen Sonnenbrand? Nö. Oder die Mama vielleicht, wenn die sich nicht eingecremt hat? Nö. Ja? Was passiert denn beim Sonnenbrand? Wie schaut das denn aus? Dann wird die Haut rot. Genau, die wird rot und die tut weh. Aber das heilt gut wieder ab. Da muss man keine Haut irgendwie sich groß drum kümmern, sondern die ist einfach rot. Und wenn man die schon eincremt, dann wird es wieder. Wenn man eine Verbrennung zweiten Grades hat, dann hat man da Blasen. Das heißt, die oberflächliche Haut ist wirklich kaputt gegangen und dann bekommt man diese Blasen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Bei einer Verbrennung, wenn sich da die Haut abhebt, muss man dann gucken, je nachdem, wie tief das verbrannt ist, kann es sein, dass Haut wieder von alleine nachwächst. Aber es kann auch sein, dass da keine Haut mehr von alleine nachwächst, weil es so tief das kaputt gegangen ist, dass der Körper von alleine keine neue Haut mehr bilden kann. Und dritter Grad? Das ist beim dritten Grad. Und weißt du, was man dann machen muss? Dann kann sein, dass man Haut verpflanzen muss, dass man Haut von woanders nehmen muss und dahin muss, damit es wieder zuhält. Also von Oberschenkel vielleicht. Was ist eigentlich Haut? Die Haut ist ein Organ. Wisst ihr, was ein Organ ist? Wir haben zum Beispiel das Herz. Wo ist denn euer Herz? Ja, genau. Oder die Lunge, mit dem wir atmen. Und genauso ist die Haut ein Organ und es ist sogar unser größtes und schwerstes Organ. Und die Haut, die brauchen wir, das ist nämlich ein Schutz, damit zum Beispiel keine Infektion in euren Körper reinkommen kann. Oder wenn es heiß ist, so wie heute, was macht denn die Haut dann? Die macht Schweiß. Die schwitzt, genau. Und dadurch reguliert sie die Körpertemperatur. Ja, und dann, wenn Wind kommt, wird es kühl. Genau. Warum kriege ich Blasen auf der Hand oder auf dem Arm, wenn ich mich verbrenne? Da hängt es immer davon ab, wie tief es verbrannt ist. Beim Sonnenbrand hat man meistens ja keine Blasen. Aber wenn es eine tiefere, eine zweitgradige Verbrennung zum Beispiel ist, werden ganz viele Strukturen in der Tiefe kaputt. Zum Beispiel Blutgefäße. Und dann wird Flüssigkeit vom Körper ausgesandt. Und dann entsteht diese Blase. Da ist nämlich Flüssigkeit unter der Haut. Aber so groß sind die Blasen. Doch, manchmal schon. Das sieht dann so aus, dann sieht man, dass da so eine dünne, wie so ein Luftballon wirklich aussieht. Und da drin ist so ein bisschen ein gelbliches Wasser. Ist das dann Eiter? Nein, das ist kein Eiter. Eiter bedeutet eine Entzündung. Das ist auch immer nicht so gut. Aber bei einer normalen Verbrennung hast du einfach Flüssigkeit und die bildet diese Blase. Was kann ich tun, wenn ich mich verbrannt habe? Also das erste Mal kannst du kühlen, weil wenn man sich verbrannt hat, das tut ja weh. Und wenn man es kühlt mit Wasser, dann ist es schmerzlindernd, dann tut es weniger weh. Aber man muss aufpassen, wenn man sich viel verbrannt hat, darf man nicht zu kalt kühlen, weil dann wird der ganze Körper eiskalt und dann friert man. Und das ist natürlich schlecht. Das heißt am besten mit Kühlen oder mit lauwarmem Wasser kühlen. Mit Sonnencreme. Mit einer Käppi oder einem Sonnenhut. Diese, ich weiß nicht, wie das heißt, aber sieht aus wie ein Neoprenanzug. Mit einem Sonnenschirm. Oh, das ist fast gleich, Regenschirm. Ich hab so einen Freund,
Der Roman, der hat einen Regenschirm, aber benutzt ihn einfach jetzt im Sommer als Sonnenschirm, obwohl es ein Regenschirm ist.